Das neue Jahr ist erst wenige Tage alt und doch wagen wir schon einen ganz großen Blick nach vorn. Auf Mönchengladbach wird im Jahr 2013 so einiges zukommen. Im ersten Teil unserer Vorschau blicken wir auf die Bereiche Kultur und Sport. Los geht's auch dieses Jahr wieder mit den Jecken. Die feiern zwar eigentlich schon seit dem 11.11.2012, so richtig los geht's aber erst in den nächsten Tagen und Wochen. 2013 müssen sich die Karnevalisten mit dem Feiern ein wenig beeilen. Denn schon Mitte Februar ist alles wieder vorbei. Mit Weiberfastnacht, Rosenmontag und dem Veilchendienstagszug stehen dann die Großevents des Mönchengladbacher Karnevals auf dem Plan. Für Musikfans wird 2013 ein ganz besonderer Ohrenschmaus. Den perfekten Start in den Sommer bietet Ende Mai der Hockeypark in Mönchengladbach. Am 31.05. besucht der internationale DJ-Superstar David Guetta die Vitostadt. Kostenpunkt 56 Euro aufwärts. Einige Fragen wirft noch immer das Reiterturmfest auf. Wo gefeiert wird, ist noch nicht endgültig raus. Da der Reitermarktplatz saniert wird, muss für die Veranstaltung noch ein neuer Ort gefunden werden. Fest steht aber, dass es im Juni soweit sein wird. Im Juli geht es dann weiter mit der Sommermusik Schloss Reit. Hier treten vom 19. bis zum 28. Juli Größen wie Roger Cicero und die Niederrheinischen Symphoniker auf. Die Preise liegen hier je nach Angebot und Paket zwischen 23 und 115 Euro. In der gleichen Woche findet ein paar Kilometer weiter in Wickra das Fest am See statt. Hier gibt es vom 27. bis zum 28. Juli neben Live-Musik auch Events wie einen Bauernmarkt zu sehen. Der Juli endet für die Mönchengladbacher traditionsreich. Am 31.07. regieren die Schützen die Vitostadt und marschieren beim großen Stadtschützenfest durch Mönchengladbach. Weiter geht's mit dem August. Vom 2. bis 4.08. wird's laut in der Mönchengladbacher Innenstadt. Auf zwei Bühnen werden beim Horst-Festival wieder etwa 30 Bands zu sehen sein. Und das für nur ein paar Euro Eintritt. Fast zur gleichen Zeit wird es am Schloss Reit mittelalterlich. Vom 3. bis zum 5. August übernehmen hier die Ritter. Erwachsene, die das Ritterfest besuchen möchten, zahlen 10, Kinder nur 3 Euro. Ein paar Tage später feiert Mönchengladbach die kleine Wiedervereinigung. Vom 9. bis zum 11. August gibt es hier direkt an der ehemaligen Stadtgrenze zwischen Reit und Mönchengladbach das eine Stadtfest. An der Bruckner Allee, Ecke Richard-Wagner-Straße, gibt's musikalisches und kulinarisches und das ganz ohne Eintritt. Zum Schluss wird es hier nochmal sportlich. Unsere Borussen starten das Jahr erstmal in der Sonne. Nach dem kurzen Weihnachtsurlaub geht es für die Mannschaft ins Trainingslager nach Dubai. Hier werden die Spieler gleich 3 Testspiele bestreiten. Auf dem Plan stehen der Hamburger SV, Eintracht Frankfurt und ein lokaler Club. Nur eine Woche nach der Rückkehr startet mit der Bundesliga wieder das Tagesgeschäft der Fohlen. Mit einem derzeit soliden 8. Platz ist die erneute Qualifizierung für das internationale Geschäft in greifbarer Nähe. Schon im Februar müssen sich die Borussen aber erstmal wieder im Europapokal beweisen. Am 14.02. empfangen die Fohlen Lazio Rom im Borussia-Park. Am 21. geht's dann zum Rückspiel nach Rom. Morgen erfahren Sie dann von uns, was Sie wirtschaftlich und politisch vom Jahr 2013 erwarten können.